Zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem letzten Gruppenspiel der diesjährigen UEFA Champions League. Morgen Abend 21 Uhr gegen Beşiktaş Istanbul. Ich darf die eingewählten, digital zugeschalteten Journalisten begrüßen. Natürlich auch auf dem Podium neben mir Cheftrainer Marco Rose und Steffen Tigges und darf um eure Fragen bitten. Und die erste Frage kommt von Bijan Jakobi. Ja, hallo zusammen in die Runde. Ja, direkt meine Frage, wie geht's Julian Brandt? Wie sieht's bei ihm aus und wird er gegen Bochum am Samstag wieder fit sein? Jule, geht's insgesamt gut. Ich habe mit ihm telefoniert, noch am gleichen Abend. Dort hat er schon positive Signale gegeben. Ist am nächsten Tag dann auch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Beobachtung, jetzt gibt's so ein paar Untersuchungen. Weil, was Kopfverletzungen natürlich betrifft, wir alle in der Pflicht sind, wir vorsichtig sein müssen, es ein gewisses Protokoll gibt, was es abzuarbeiten gilt, auch von der UEFA, was richtig und wichtig ist. Und dann werden wir sehen, ob wir das bis Samstag dann hinbekommen oder nicht. Für morgen fällt er natürlich sicher aus. Gibt es weitere Fragen? Jesko von Eichmann, Sky Sport News. Marco, hallo erstmal. Wie habt ihr dieses Wochenende, dieses Spiel vom Wochenende und alles, was passiert ist, verarbeitet oder seid ihr noch dabei? Ich würde jetzt lügen, wenn mich das kalt gelassen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte eine unruhige Nacht, weil wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben und ich ein Mensch bin, der für Gerechtigkeit steht. Ich glaube, dass wir jetzt trotzdem dann einen Haken dran machen sollten irgendwann, weil morgen ist Champions League. Der DFB hat auf seine Art und Weise über kleine interne Interviews das Thema abmoderiert. Und ich glaube trotzdem nach wie vor, auch nach nochmaligen Hinschauen, dass in diesem Spiel zu oft mit zweierlei Maß gemessen wurde. Aber beim Thema Abmoderation, finde ich, sollte man es dann auch grundsätzlich abmoderieren und alles, was da noch kommen könnte, einfach weglassen. Mit zweierlei Maß. Sehr schön. Jürgen Kurs hat die nächste Frage. Jawohl, sportlich gibt es bestimmt auch das ein oder andere aufzuarbeiten. Ihr habt vorher gesagt, es ist so ein Spiel mit Signalwirkung. Da war viel Gutes dabei bei der Borussia, allerdings auch wieder einige individuelle Fehler. Wie fällt da die Bewertung aus in der Analyse? Ja, was das Ergebnis betrifft, konnten wir kein Signal setzen. Aber ich glaube, was unseren Auftritt betrifft, haben wir ein Signal gesetzt. Und das ist auch nicht immer unwichtig, denke ich. Das müssen wir natürlich mitnehmen jetzt in die nächsten Spiele. Die drei Spiele in der Bundesliga sind jetzt sehr wichtig, um tatsächlich dann den Abstand auch nicht größer werden zu lassen nach oben hin. Vorher haben wir jetzt auch noch ein wichtiges Champions League-Spiel. Und was das Thema individuelle Fehler betrifft, sind wir insgesamt sehr selbstkritisch, auch die Jungs mit sich. Und das sind natürlich Dinge, die du nur schwerlich beeinflussen kannst. Die müssen wir versuchen abzustellen. Dort müssen wir versuchen, klarer zu werden, weil natürlich, wenn man die zwei Gegentore, die zwei ersten Gegentore sieht, wie wir die bekommen, dann ist das einfach gegen so einen Gegner zu einfach. Und das hat dann auch nichts mit dem Schiedsrichter zu tun, sondern das müssen wir uns dann schon selber ankreiden, dass wir dort zu leicht in Rückstand geraten sind gegen eine Spitzenmannschaft. Und trotzdem, glaube ich, vor allen Dingen nach dem 2-2, bis zur 70. Minute, bis Jule raus musste, klar im Drücker waren und eigentlich die Chance hatten, das Spiel insgesamt für uns dann auch zu drehen. Ehe die nächste Frage von Björn Pinno, Radio 91.2 kommt, nochmal so der kleine Hinweis, es ist natürlich die Pressekonferenz vor Beşiktaş Istanbul, also vielleicht wird es auch zu diesem Spiel noch Fragen geben. Ja genau, meine ist zu dem Spiel. Und zwar, mich interessiert mal, wie man nach so einem Highlight am Wochenende, wo Emotionales hochherging, sich jetzt fokussieren kann. Wie macht man das? Wie macht der Trainer das? Wie macht man das auch als Spieler? Frage geht also an beide. Dann für so ein Spiel um die goldene Ananas, jetzt gegen Beşiktaş Istanbul.
Ja, dann fange ich mal an. Ich glaube schon, dass Champions League immer noch was sehr Besonderes ist. Das gilt für jeden. Ich glaube, man kann nicht oft genug Champions League spielen. Von daher geht zwar in der Gruppe nur noch um die goldene Ananas, aber für uns persönlich, für die Mannschaft, das merkt man auch, ist so ein Spiel schon wichtig. Und wir wollen mit vollem Elan in das Spiel gehen. Wir sind Sportler, deshalb wollen wir jedes Spiel maximal erfolgreich bestreiten. Und deshalb wollen wir morgen auch ein erfolgreiches Ergebnis erzielen. Ich glaube, dass es kein goldenes Ananas-Spiel ist, weil es natürlich Champions League ist. Es geht um Prestige. Wir wollen die Gruppe mit einem Erfolg dann auch beenden. Es geht um Geld für den Verein. Und es geht natürlich auch ein Stück weit darum, dass wir möglicherweise so ein paar Sachen wieder gerade rücken in der Champions League. Und das ist für mich als Trainer ganz wichtig. Es geht genau in so einem Spiel darum, den nächsten Schritt zu gehen, auch in so einem Spiel eine Top-Leistung abliefern zu wollen, ab der ersten Minute da zu sein, sich in jeden Zweikampf reinzuschmeißen, einfach aktiv Fußball zu spielen, da zu sein und zu signalisieren, dass man genau jedes Spiel, so wie Tiki das gerade sagt, auch ernst nimmt und gewinnen will. Und wenn man das schafft, unabhängig vom Wettbewerb, dann wird sich das irgendwann manifestieren und dann geht man jedes Spiel so an und das muss unser Ziel sein. Kilian Gaffrey, Bild. Marco, wirst du das Spiel trotzdem nutzen, um dem einen oder anderen eine Pause zu gönnen, wie zum Beispiel Mats Hummels, der ja eine, ich würde sagen, schwierige Phase momentan durchlebt. Hast du mit ihm nochmal gesprochen? Wie hast du ihn auch nach der Niederlage erlebt am Wochenende? Sehr reflektiert. Also Mats ist lange genug dabei und er weiß natürlich, dass er schon bessere Spiele gemacht hat und er möchte auch wieder bessere Spiele machen. Also sehr selbstkritisch und reflektiert. Ich muss mit ihm nochmal sprechen, ob es vielleicht auch in seinem Sinne ist, einfach zu sagen, morgen direkt wieder auf dem Platz und daran arbeiten, dass wir die Dinge besser machen. Drumherum gibt es natürlich ein paar Spieler, die wir, ja, wo wir die Belastungssteuerung auch jetzt nach Verletzungspausen regulieren müssen. Erling hat 80 Minuten gespielt. Das war eigentlich schon länger als geplant. Zwischendrin war die Pause durch die Jule-Verletzung. Da konnten wir noch ein paar Minuten länger auf dem Platz lassen. Aber es ist eigentlich relativ klar, dass wir Erling morgen nicht lange in dieses Spiel reinjagen können. Dann haben wir Emre Can, der eigentlich nach langer Verletzung nur für 60 geplant war, ist eh gesperrt. Also erledigt sich das schon von alleine. Dasselbe Thema haben wir bei Mo Dahoud, wir haben dasselbe Thema bei Rafa Guerrero, bei Nico Schulz, bei Marius Wolf. Also eine Menge Spieler, wo wir wissen, das geht nicht über 90. Und dann müssen wir morgen eine gute Mischung finden. Wir werden eine gute Mannschaft aufs Feld schicken und trotzdem müssen wir im Hinterkopf haben, dass wir am Samstag schon wieder ein wichtiges Bundesligaspiel auch haben. Bijan Jakobi hat noch eine Frage. Ja, ich wollte eigentlich schon dran anschließen, ist das schon fast beantwortet. Werden Sie die Chance vielleicht nutzen, Herr Rose, den einen oder anderen jungen Perspektivspieler da reinzuschmeißen? Wir werden eine sehr, sehr gute Mannschaft aufs Spielfeld schicken, mit Spielern, die Erfahrung haben, mit viel Qualität und mit Spielern, die es sich verdient haben, natürlich, das ist klar. Also verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass Axel Witzel natürlich auf dem Feld stehen wird, nachdem er jetzt gegen Bayern nicht gespielt hat. Und aber vorher viel für uns als Mannschaft dann auch in dieser Saison schon geleistet hat, vor allen Dingen in Phasen, wo Mo, Emre, wo das Mittelfeld komplett ausgedünnt war. Und dann drumherum werden wir einfach gucken. Daniel Malen hat nicht angefangen, wird natürlich anfangen morgen. Also wir werden eine gute Mannschaft auf dem Feld haben, wollen dieses Spiel gewinnen und schauen, welche jungen Spieler dann auch dabei sind. Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten nochmal. Ja, dann hänge ich gleich nochmal dran und vermute, dass auch dann Axel Sagadou mal von Anfang an spielen könnte. Wie sieht's aus bei Giovanni Reyna, den du ja vergangene Woche im Training zurückbegrüßt hast? Und wie sieht's aus bei Thorgan Hazard, der jetzt ja hoffentlich wieder freigetestet ist nach seiner Corona-Infektion?
Ja, letzte Informationen fehlen mir noch zu Toto, aber ich glaube, das sieht gut aus. Er hat auch schon zu Hause dann natürlich sich belastet, aber jetzt müssen wir ihn wieder, also es war schon dann auch eine Corona-Erkrankung, müssen wir ihn dann beobachten, wir müssen ihn wieder ins Mannschaftstraining integrieren, müssen wir gucken, wie gut er das verkraftet hat alles, wie schnell das dann tatsächlich geht. Gio ist grundsätzlich auf einem guten Weg. Letzte Woche habe ich irgendwo mal wahrgenommen, dass da schon von Mannschaftstraining gesprochen wurde. Also er hat im ersten Training, wo ihr auch dabei sein durftet, eine Passform mitgemacht. Und danach war er auch raus. Und das haben wir aber jetzt schon nach und nach steigern können. Und er ist trotzdem noch nicht in Spielform dabei. Also da fehlt schon noch ein bisschen was. Aber die Richtung stimmt und Gio ist fleißig, wirkt stabil. Also da werden wir noch ein paar Wochen brauchen, aber es sieht gut aus. Dann gucke ich noch mal in die Runde. Ich kann im Moment keine weiteren Fragen sehen. Gibt es noch welche? Ansonsten darf ich mich für die Fragen bedanken und wir sehen uns morgen Abend nach dem Spiel. Tschüss. Ciao. Steffen Tick.